mich ein Hund anspringt und ableckt, reicht es, Wudu zu nehmen oder muss ich auch meine Klamotten wechseln? Der Bruder sagt, wenn mich ein Hund anspricht. Gibt es Hunde, die sprechen? Wenn mich ein Hund anspringt und ableckt, kann man ihn erstmal nicht übel nehmen, weil du gut aussiehst. Was mache ich hier? Passt auf, liebe Geschwister. Jumhurul Ulama, die meisten Gelehrten, sagen, der Hund ist Najis. Die meisten, absolut meisten Gelehrten. Das ist die richtige Ansicht. Und die gesagt haben, ist unrein, manche haben gesagt, nur der Speichel, das ist die richtige Aussage, und manche haben gesagt, sogar der ganze Hund. Aber der Beweis ist, bei Imam Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Hund seine Zunge in eines eurer Gefäße hereintut, dann wascht sie, wie oft? Wie oft? Aha, und einmal davon mit? Richtig. Über was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesprochen? Über ein Gefäß. Ist Kleidung ein Gefäß? Das heißt, Gefäß ist Gefäß. Das wird siebenmal gewaschen. Was die Kleidung anbelangt, da macht man nur etwas Wasser drauf und die Sache ist erledigt. Und das nur, wenn er mit Wasser rankommt, mit dem Speichel. Weil über das andere, manche Gelehrte haben gesagt, Analogieschluss, der ganze Hund ist unrein. Aber dafür gibt es keinen Beweis. Sondern wir haben nur einen Beweis für den Speichel. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.